Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, hier bekommt ihr jetzt mal wieder ein Projektupdate und ich muss sagen, es läuft bescheiden. Ja, also folgendes. Ich habe letzte Woche, habe ich am Freitag den Teppichbauer angerufen, weil meine Mom und ich, wir wollen jetzt langsam mal so Gardinenstange brauchen wir jetzt und ich möchte die Gardinenstange vom selben wie die Teppiche, weil ist einfacher. Ich gebe es zu, ist Faulheit. Ja, und auf jeden Fall habe ich den gestern, ja, dann letzte Woche angerufen und jetzt, heute ist Samstag, deswegen war gerade das gestern. Und gestern am Freitag hat er dann zurückgerufen. Er kommt dann jetzt an diesem Montag und dann bringt er Teppichmuster mit und Gardinenstangenmuster. Weil ich habe gesagt, rausgehen ist bei mir schwierig und deswegen machen wir das vor Ort. Und ja, das fand ich eigentlich, ist eigentlich so eine ganz. Da bin ich jetzt ganz gespannt, was da so kommt. Ich habe so ein paar Ideen, was ich gerne gardinentechnisch hätte, wie ich, also so, ach, jetzt ist mein Handy mal wieder aus, was mir so vorschwebt, was ich so ganz schön fände und was ich so für mich persönlich einfach so eine, da ist schon wieder dieses, ich habe heute irgendwie so eine Lichtproblematik, also entschuldigt. Ja, also was mir auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass es Verdunklungsvorhänge, also einen Verdunklungsanteil hat. Es muss nicht so sein wie die, die ich im Salon hatte. Das waren so ganz rote, aber dieses Rot und das Rosa, die passen nicht zueinander, finde ich jetzt zumindest. Und ja, auf jeden Fall, das ist dann nicht so die passende Geschichte. Aber ich neige dazu, vielleicht sowas mit einem Rosé-Anteil. Aber das ist dann noch so, ja. Also bei Otto habe ich die hier entdeckt. Die gefallen mir ganz, ja, die gefallen mir ganz gut. So, toll. Warte, ich muss mal ganz kurz hier das, damit man überhaupt was sieht. So, sowas hier in der Art, das gefällt mir relativ gut. Also einfach so Rosé, sowas ganz einfarbiges Rosanes. Und das Besondere dran ist halt, dass die glitzern. Also wenn man dann, weil da irgendwie Verdunklungsvorhänge mit Sternen heißen, die blickdicht. Blickdicht ist mir auch wichtig. Dann als andere Idee, das ist ehrlich gesagt so mein Favorite von der Idee her, sind so Regenbogenvorhänge. Die finde ich mega. Also da muss ich zugeben, da bin ich voll begeistert. Und das Besondere dran ist halt, dass dann hier noch so, es gibt noch so ein Innenvorhang-Ding. Also dass es so Doppelvorhänge sind und dann sowas, wo man innen. Und wenn die Sonne danach dann drauf fällt, macht es so Sterniges. Ja, und dann das nächste wäre halt was Einfarbiges, also ohne Muster, ohne alles. Einfach nur einen weißen Vorhang. Das wäre dann noch sowas, wo ich auch noch überlegt habe. Ja, von der Gardinenstange her möchte ich lieber kein Holz, weil in dem Zimmer wird schon sehr viel Holz sein, vom Schrank her, vom Regal, von meinem Schreibtisch. Und ich möchte dann nicht, dass es dann nochmal ein neues Holz ist. Von daher neige ich tendenziell eher zu irgendwie was, ja, also so Silber fände ich ganz schön, wegen dem Rosa. Oder Weiß. Weiß ist natürlich immer Weiß. Aber Weiß hat halt auch die Problematik, dass es, wenn man es dann zu lange hat, dass es dann vergilbt. Und dann ist da dieses dann gelbig, weiß-gelbe. Und das sieht dann halt auch wieder doof aus. Ja. Aber ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, was es dann wird. Das kann ich euch dann wahrscheinlich in ein paar Videos dann sagen. Ja. Und dann kann ich euch mal so ein bisschen zeigen, also wie das dann so aussehen würde. Was ich jetzt auf jeden Fall schon mal weiß, ist, dass Teppich in Quadratmeter gerechnet wird, was mich ehrlich gesagt beruhigt, weil mein Zimmer ist 16 Quadratmeter. Und dann muss man da ja noch den Einbauschrank abziehen.
und den großen weißen Schrank. Vom Boden ist es also insgesamt 16. Und wenn man das alles abzieht, dann ist es auf jeden Fall circa 10 wahrscheinlich. Circa. Ich kann es nicht genau sagen, aber 10 könnte das sein. Und der Teppichbauer hat mir jetzt auch schon so eine ungefähre Preiskategorie genannt. Also so ein Teppich kann kosten, und das ist jetzt wirklich eine große Schwankung, aber ist eben so, zwischen 30 € den Quadratmeter, 50 € den Quadratmeter oder dann das nächst höhere 250 den Quadratmeter. Letzteres werde ich hoffentlich nicht haben, also dass mir das als einziges gut gefällt, weil ich habe, also so viel Budget habe ich dann doch nicht. Das wäre dann doch etwas zu heftig. Ich meine, bei 250, da bist du ja schon bei 2500, wenn du 10 Quadratmeter brauchst. Und das ist doch etwas sehr viel für Teppich, finde ich. Was wir auch wichtigerweise gesagt haben, ist, dass es kein verklebter Teppich sein wird, sondern dass es ein loser ist. Ja, das war alles soweit zum Teppich jetzt. Ich weiß, ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen komisch vom Rhythmus, aber ich werde euch genau erklären, warum und wieso das jetzt so ist in meinem nächsten Video, weil in meinem nächsten Video erzähle ich euch, es läuft gerade katastrophal und ich habe gerade ein richtig, richtig komisches Problem. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr mir noch Tipps habt für den Teppichbauer oder was ihr da so sagen würdet. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.